begrüße euch, meine lieben Zuseher, liebe Mitglieder und all jene, welche es noch werden wollen. Bevor ich mit dem eigentlichen Thema beginne, ihr habt ja gesehen in der Einblendung vorab zu diesem Abspann eine Maske mit Nationalflaggen. Was es auf sich hat, erkläre ich dann später. In erster Linie möchte ich mich mal bei allen bedanken, welche ja aufgrund der letzten Videos, auch aufgrund des letzten Livestreams und so weiter den Entschluss gefasst haben, unserem Verein beizutreten, sich zu registrieren und auch ihre rechtsgültige Mitgliederkarte, welche einen Immunitätsnachweis darstellt, zu erhalten. Vielen Dank, ihr seid wirklich toll, ihr folgt einfach wirklich nicht nur euren eigenen Gedanken, euren eigenen Wünschen, sondern auch dem Wunsch, welchen ich in den Livestreams immer wieder erwähne. Je größer wir werden, umso kräftiger und stärker können wir auftreten in der Öffentlichkeit. Ja? Zweitens möchte ich erwähnen, es tut mir leid, ja, also, ihr werdet es sehen, ich habe hier ja, leider Gottes ja, Kronen, ganz, also überhaupt generell oben habe ich Kronen, welche ich 15 Jahre getragen habe, ohne Probleme, obwohl der Zahnarzt seinerzeit meinte, Haltbarkeit maximal 5 Jahre. Also nicht, dass sich einige Zuseher denken, um Gottes Willen hat der ungepflegte Zähne. Nein, die Zähne sind sehr wohl gepflegt, aber irgendwann gibt es auch bei Kronen, Keramikkronen, Verschleiß. Ja, das ist einfach so und das kann man nicht vermeiden oder verhindern. Jetzt ist eben die Zeit da, diese Kronen ja, zu entfernen. Und hier kommt der dritte Hinweis. Es kann sein, dass dieses Video für die nächsten Wochen das letzte ist, beziehungsweise auch der Livestream am kommenden Sonntag, den 20.10.2024, entfällt. Denn all jene, welche Kronen tragen werden, wissen, dass ja diese Kronen auf noch Originalzähne aufgesteckt oder aufgeklebt sind. Auch die Zähne, welche diese Kronen tragen, sind desolat. Ist ganz klar, es gibt eben einen Verschleiß, das ist so. Und diese müssen natürlich auch raus. Also wird höchstwahrscheinlich, ich habe das mit dem Zahnarzt zwar besprochen, aber nicht im Detail, aber ich gehe mal davon aus, wenn man diese Zähne entfernt und das sind bei mir 5 Zähne, welche die vorderen Kronen tragen, müssen raus, dann werde ich auch einige Zeit überhaupt keine Zähne oben haben. Das, ja, ja. Und natürlich, ihr wisst ja, wenn man keine Zähne im Mund hat, dann fallen die Lippen ein, man kann nicht richtig sprechen, man, ja, und so weiter. Ja, dann kommt ja auch noch die Nahrung dazu. Ich bin ja neugierig, wie man das machen. Also ich gehe mal davon aus, ich werde mich eine Zeit lang von Kartoffelpüree Püree oder Flüssignahrung ernähren müssen. Also bitte, schon aus ästhetischen Gründen suche ich um Nachsicht, dass ich höchstwahrscheinlich die nächsten Wochen per Video nicht auftreten werde. Ja? Also das war der dritte Punkt. Dankeschön für euer Verständnis. So, und jetzt kommen wir zum Thema, was hat es mit diesen Flaggen auf sich? Wir bekommen sehr viele E-Mails aus Deutschland, aus der Schweiz, aus Italien und Südtirol hauptsächlich, ja, ob sie auch Mitglied werden können. Ich möchte das noch einmal erläutern. Wir sind ein international tätiger Verein. Es kann sich aus allen Staaten der Welt ein Mensch registrieren und wir treten auch für diesen in seinem Staat auf. Das ist überhaupt kein Problem. Das können wir, das geben die Statuten her. Für das hat man ja Statuten. Ja, wären wir ein nationaler Verein, dann wäre es selbstverständlich klar, dass wir hier nicht eintreten können. Ja, wir haben sehr, sehr viele Mitglieder aus Deutschland, wir haben viele Mitglieder aus der Schweiz, ja, noch nicht so, aber immerhin. Ja. Und falls ihr euch fragt, was ist eigentlich die andere Flagge neben der italienischen? Ja, all jene, die es nicht wissen, es handelt sich hier um die Südtiroler Landesflagge.
Ja? Also wir haben auch sehr viele Südtiroler bei uns. Ja, die meisten sind ja aus dem deutschsprachigen Raum und aus dem Grund haben wir die dazugenommen. So, und jetzt möchte ich in Kurzform, ich möchte dieses Video gar nicht so lange gestalten, aber ich möchte auf die Fragen eingehen, die wir ja, laufend hereinbekommen, um diesen Fragen etwas vorzubeugen und uns etwas entlasten zu können, da wir sehr viel zurzeit mit Registrierungen zu tun haben, Kartendruck, Postversand, Buchhaltung, ja, und so weiter, ist es ja, auch schwierig, wenn man am Tag, ich sage einmal, mindestens 50 Mal dieselbe Frage beantworten muss, weil sich die Menschen das einfach nicht ansehen. So, ich hoffe auf eure Initiative. Macht bitte mit. Hört genau zu, was wir sagen, und ihr werdet es verstehen. Deswegen erkläre ich noch einmal in Schnellform die Homepage. Dazu blende ich jetzt um. So, wir sind jetzt auf unserer Home-Seite. Ja? Hier lest ihr die Grundinformationen aus allen Buttons. Ja? Aus allen Buttons. Ihr seht, alles was blau aufleuchtet, das nennt man Button. Ja, das sind eigene Seiten. Ja? So, wir haben das Wichtigste eben aus diesen Seiten zusammengefasst. Ja? Und hier könnt ihr scrollen. Hier stehen einmal die ersten und wichtigsten Grundinformationen, die es gibt. Was bedeutet die Mitgliederkarte? Ja? So, hier. Ja, was bedeutet das? Was ist das überhaupt? Ja, das ist ganz, ganz wichtig zu beachten. Ja, dann gehen wir weiter. Ja, ihr seht hier, der Verein muss unbedingt telefonisch benachrichtigt werden, wenn irgendetwas auftritt, wenn man gezwungen wird zu gesundheitsschädlichen Maßnahmen und so weiter. Ja, da steht alles hier. Ja, hier sind unsere Projekte angeführt. Warte mal, wo ist der Pfeil? Ja, da können wir her. So, was haben wir alles vor? Ja, im Übrigen auch ein Punkt 7. Ja, hier seht ihr den Punkt 7. Ein autarkes, ja, gemeinnütziges Gesundheitshaus mit eigener mRNA-ungeimpften Blutspender-Datenbank haben wir bereits beschlossen vor 1,5 Jahren. Ja, mit eigener Labordiagnostik und so weiter. Ja, hier suchen wir Sponsoren, Investoren, wenn das jemand hört, der sagt, du, ich habe genug Geld. Und es ist mir auch wert, nicht nur für mich persönlich, sondern auch für die Familie. Bitte sich an uns wenden per E-Mail oder Handy. Unsere Kontaktdaten findet man im Impressum. Ja. Wo ist die Adresse unseres Vereinssitzes? E-Mail-Adresse, Homepage-Link, aber auch die Handynummer, steht alles drinnen, sowie die ZVR-Nummer, die Zentralvereinsregisternummer, wo man sich schlau machen kann, ob ein Verein überhaupt gemeldet ist, ja oder nein. Also das wäre top, auch im Sinne der Mitglieder, im Sinne der mRNA-ungeimpften Menschen, aber auch für die Zukunft. Sehr, sehr wichtig. Ja? So, dann kann man noch weiter scrollen. Na, wenn ich wüsste, wo der Pfeil ist, da ist er. So. Und lest euch das alles einfach bitte durch. Ja? So, was es mit den Fahnen auf sich hat, seht ihr hier oben Deutsch. Ja? Und wenn man da draufklickt, merkt ihr, aha, das sind verschiedene Sprachen. Ja? Also bitte auch hier reinsehen, wir sprechen nicht nur den deutschsprachigen Raum an, sondern auch den nicht deutschsprachigen Raum. Also hier findet ihr auch die dementsprechenden Fremdsprachen, falls ihr Verwandte im Ausland habt, die nicht die deutsche Sprache beherrschen. Ja, zum Beispiel Spanien, Frankreich, Ungarn, ja, welche auch schon langsam zu uns stoßen, Portugal und so weiter. Ja, es ist alles drinnen. Ja. Also hier mit den Sprachen. So, dann gehen wir weiter. Wie werde ich Mitglied oder beziehungsweise welche Grundvoraussetzungen muss man haben, um Mitglied werden zu können? Ja, das ist aber gar nicht so kompliziert. Jeder kann bei uns Mitglied werden.
Unser jüngstes Mitglied ist gerade mal 6 Monate alt und unser ältestes Mitglied ist 95. Also bitte hier, jeder Mensch kann Mitglied werden, ob mRNA ungeimpft, aber auch mRNA geimpfte Menschen, welche das Recht haben sollen und müssen, unseren Forschungs- und Schutzprojekten angehören zu können. Ja? So, jetzt ist natürlich Mitglied werden, das liest man sich durch. Ja? Da haben wir wie sieht das aus? Hat man eine Kündigungsfrist nach einem Jahr? Die Mitgliedschaft ist immer ein Jahr rechtsgültig, ja, ab Entrichtung des Fördermitgliedsbeitrages. Und ganz besonders wurden wir die letzten Tage gefragt, wie ist es denn mit Kindern? Ja, hier, wo haben wir das jetzt? Möchte ich das kurz zeigen, weil viele sagen, wir finden das nicht. Bitte, man muss nur genau Punkt für Punkt in unserer Homepage durchgehen, dann wird man es finden, aber schnell durchblättern wird nichts bringen, weil unsere Homepage ist sehr umfangreich. Ja? Aber wenn man etwas sucht, dann findet man es in der Regel. So, aber hier jetzt. Seht ihr? Ich markiere euch das. Registrierte Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 15. Lebensjahr sind bei uns gratis Mitglied. Grundvoraussetzung ist jedoch, dass ein Erziehungsberechtigter bei uns Fördermitglied ist. Also sprich, zahlendes Mitglied. Nicht, dass Menschen auf die Idee kommen, ja, ich selbst möchte das nicht, aber ich registriere meine Kinder. Also bitte hier um Verständnis, dass wir das nicht machen können, denn wir haben sehr viel ehrenamtliche Arbeit. Und ich denke, wenn das einem Menschen, welcher Schutz erwartet in den nächsten Jahren, nicht wert ist, ja, dann tut es uns leid. Also das muss ich schon klipp und klar so sagen. Ja, also bitte, sollten sich Erwachsene registrieren, welche Kinder haben, ist der nächste Aufruf oder Hinweis, bitte registriert automatisch die Kinder mit. Wir haben Menschen gehabt, die haben sie registriert und erst 3 bis 5 oder 6 Monate später ihre Kinder. Bitte in Zukunft, es ist auch für uns, für die Datenaufnahme und die Zuordnung, ganz, ganz wichtig, gleich mit registrieren, dann bekommen auch die Kinder eine eigene personalisierte Mitgliederkarte. Also Kinder bis zum vollendeten 15. Lebensjahr sind kostenlos. Also spricht kein Grund dagegen, die Kinder nicht gleich mit zu registrieren. Jedes Kind, jede Person muss auch einzeln registrieren werden. Ich weiß, wir haben eine Familie in der Nähe von Innsbruck, die haben 8 Kinder. Ja, also jetzt musst du dir vorstellen, Vater, Mutter und 8 Kinder sind 10 Personen, das heißt, die müssen 10 Registrierungen ausstellen. Aber es hilft nichts, es ist eben so. Ja, und es dient ja einer guten Sache im Sinne der eigenen persönlichen, positiven körperlichen Gesundheitsentwicklung und im Sinne des Erhaltes der eigenen persönlichen, körperlichen Unversehrtheit. Also da muss man sich schon ein bisschen Zeit nehmen. Ja, den rechtlichen Background geben wir euch ja dazu. So ist es ja nicht. Ja. So, was ist noch wichtig? Ihr seht hier auch unsere Bankdaten. Verwendungszweck braucht man nur reinschreiben. Mitgliedschaft, FMB, also Fördermitgliedschaft, ja, 2024, 2025 in diesem Fall jetzt. Ja, aber auch den Namen dazu schreiben. Viele Menschen bezahlen einen Mitgliedsbeitrag für andere. Freunde, für die Freundin, und wir müssen das ja zuordnen können. Ja, also bitte immer auch den Namen dazu schreiben, für wem dieser Fördermitgliedsbeitrag einbezahlt wurde. Ja, unabhängig jetzt vom Kontoinhaber. Ja, ganz wichtig, da tun wir es ja auch leichter, dann haben wir nicht so viel Arbeit, immer, wir haben oft detektivische Feinarbeit zu tätigen und Rückrufe und wie auch immer, dass wir das richtig in der Datenbank eintragen können. Okay? Gut, das ist jetzt da. So, und hier seht ihr noch einmal auch beim Button Mitglied werden. Wie schauen die Mitgliederkarte aus? Ja, das ist die Vorderseite, das ist die Rückseite. Ja, hier habt ihr auch einen QR-Code. Ja, aber bitte alles lesen. Ja, und auch die Videos auf YouTube ansehen in unserem MVTV-Kanal. Ich habe von Beginn an auch die Homepage schon in längerer Form bin die durchgegangen, aber ihr müsst euch das auch ansehen. Ich weiß, dass Videos dabei sind, die 1,5 Stunden dauern, fast 2 Stunden. Aber wer
richtig und korrekt informiert sein möchte, der sollte sich diese Zeit nehmen und das einfach ansehen. Ja? So, das war jetzt, und das gehen wir wieder zurück, das war jetzt der Button Mitglied werden. Ja? So, wenn man diese Seite gelesen hat und sagt, ja, du, das ist eine gute Sache, ich mache das und ich möchte dem Verein beitreten, dann gibt es daneben den Button Registrierung. Ja? Ich zeige euch das, ich mache das kurz auf. Ja? So, im Übrigen, ich erkläre euch heute nur das Wichtigste, was ihr wissen sollt. Den Rest bitte die anderen Buttons auch in Ruhe durchsehen, aber das erkläre ich nicht, sonst wird das Video zu lange. Ja? So, Name, Vorname, Titel, falls Akademiker, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, ja, dann das Land, zum Beispiel Österreich, ich kann es hier leider nicht aufmachen, ich sehe es bei mir schon, aber es überträgt das Ganze nicht in das Programm. Also hier die Länder, also da ist auch drin Deutschland, Schweiz, Italien, Polen, da sind verschiedene Länder drinnen. Ja. So, dann natürlich die Postleitzahl, den Wohnort, ja, dann Straße, Gasse, Hausnummer, ja, so, und hier geht es darum, bist du mRNA geimpft, ja oder nein? Und hier ersuchen wir wirklich ehrliche Angaben zu machen, hier spreche ich mRNA geimpfte Menschen an, wir wollen vermeiden, dass hier jemand falsche Angaben macht und weisen auch darauf hin, dass wenn wir drauf kommen, dass falsche Angaben gemacht wurden, dass strafrechtlich, zivilrechtlich und so weiter verfolgt wird. Also wir wollen das nur hinweisen, also bitte mRNA geimpfte Menschen, seid ehrlich, tragt einfach Ja ein, aber dafür genießt ihr den restlichen Schutz unseres Vereines laut unseren Statuten. Ja? Dann haben wir die Blutgruppe AB, wenn man hier dann draufklickt, blättert es einem alle Blutgruppen auf, die es gibt. Rhesusfaktor positiv oder negativ ist dann hier herinnen. Ja. Der Kell-Faktor wird auch in negativ oder positiv angegeben, viele wissen ihn nicht, ist aber nicht zwingend erforderlich zu wissen. Der ist für uns irrelevant, der Kell-Faktor. Ja. So, jetzt kommen wir natürlich auch wieder zu Fragen. Ja. Was heißt das Blutspendeempfänger, ja oder nein? Blutspendeempfänger bedeutet, falls oder wenn die Vermittlung zwischen mRNA-ungeimpften Menschen für mRNA-ungeimpfte Patienten endlich einmal umsetzbar ist, dann kann man hier schon vorab sagen, ich möchte kein Blut haben, falls irgendetwas ist. Es gibt ja Menschen, die sagen, ich weigere mich gegen eine Bluttransfusion. Der trägt einfach Nein ein. Wenn jemand sagt, okay, ich habe OP und es funktioniert, aber ich möchte dann in diesem Fall sehr wohl Blut erhalten, der kreuzt einfach Ja an. Ja? So, das sind die Blutspendeempfänger. Jetzt kommen wir zu den Blutspender Ja. Die Blutspender Ja sind in der Regel, deswegen haben wir europaweit die größte ungeimpften, mRNA-ungeimpften Blutspender-Datenbank. Die erklären sich selbstverständlich bereit, falls man vermitteln kann, auch in ihrer Region, weil wir haben das ja regionsweise schon gestaffelt, für ganz Österreich, auch in Deutschland schon teilweise, aber auch in der Schweiz und Italien, also Südtirol. Ja, der tragt ein Ja. So, Nein müssen eintragen Menschen, welche den Ausschlussgründen unterliegen. Oder Menschen, die schon das dementsprechende Alter haben, also nicht mehr Blut spenden zu dürfen. Ja, also, in der Regel kann man ja Blut spenden von 18 bis zum 70. Lebensjahr, also da scheidet man dann spätestens mit dem 70. Lebensjahr aus. Es gibt aber noch eine zweite Klausel, ja, wo man schon mit 60 ausscheidet und das ist nur deswegen, wenn man vor dem 60. Lebensjahr keine einzige Blutspende abgegeben hat. Ja, okay, die tragen dann alle Nein ein. Ja, so, und dann habt ihr hier noch die letzte Zeile, Variante 1 oder Variante 2, ja, da klickt man 1 an oder 2, dann hier, ich erkläre mich mit der damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten gemäß Datenschutzverordnung gespeichert und genutzt werden. Aber bitte hier auch der Hinweis, alle Daten bleiben bei uns im Verein.
intern. Es werden keine Daten weder an Gesundheitsbehörden, Bezirksbehörden oder sonstigen anderen Institutionen weitergegeben. Das können wir euch versichern. Ja, also nicht so wie manche andere, ja, die werden in diesem Sinne verwendet und dann geht es an sämtliche andere Betreiber. Nein, das brauchen wir nicht. Also ihr könnt euch sicher sein. So, und wenn ihr das angeklickt habt, alles ausgestellt habt, dann drückt ihr auf Registrieren und dann kommt diese Registrierung zu uns. Nächste Sache eben zu der Registrierung ist, wir bekommen E-Mails, denn in der Regel, wenn man sich registriert, bekommt man eine automatische Antwort von uns. Ja, die Registrierung wurde durchgeführt, wir ersuchen um die Richtung des Fördermitgliedsbeitrages. Großes Problem haben wir mit Gmail und mit GMX. Also bitte nicht wundern, wenn ihr solche E-Mail-Adressen habt, dass ihr eventuell keine automatische Benachrichtigung bekommt. Ja, aber auch bitte nicht immer nachfragen, wartet ab ein paar Tage, denn wir sind mit dem Kartendruck sehr, sehr schnell. Also wir, nur zum Einblick, wir sammeln immer bis Freitag alle Registrierungen. Jetzt ist so viel los, dass wir sogar zweimal in der Woche das machen, aber wenn es etwas ruhiger ist, Freitag bis Freitag, Samstag wird alles eingetragen, dann wird alles eingebucht, dann wird die Buchhaltung gemacht und so weiter. Am Sonntag ist Kartendruck und Kuvertierung der Mitgliederkarte und am Montag gehen die Karten weg. Das heißt, ihr solltet zumindest eine Woche warten. Also wenn ich mich jetzt am Dienstag registriere, müsste davon ausgehen, dass ihr circa eine Woche später erst die Karten erhält. Und wenn nach einer Woche dann, oder ich sage mal, lasst euch Zeit, so 9 Tage circa, wenn ihr dann noch immer keine Mitgliederkarte habt, dann bitte uns kontaktieren. Ja? Das nur als Hinweis. So, das war jetzt die Registrierseite und dann haben wir ja die rechtlichen Grundlagen. Also hier könnt ihr das alles nochmal nachlesen, wie schaut das aus. So, und dann hier dieser Button mit mehr. Ja, hier habt ihr ein Kontaktformular zum Beispiel. Ja, dann wie schaut es aus mit finanzieller Unterstützung, eben betreffend unseres vereinsinternen, autarken, gemeinnützigen Gesundheitshauses mit eingemieteten Arztpraxen und so weiter. Dann das Vereinsrechtliche, das ist der Link, ja, der Button, der mit dem QR-Code verlinkt ist. Ja, hier kann man nachlesen, was ist, wenn ich den QR-Code scanne von der Mitgliederkarte. Ja. So, wie schaut es aus mit der Eigenblutspende, dass die nicht funktioniert, habe ich schon ausreichend erklärt. Hier kann man auch die Ausschlussgründe nachlesen, ganz besonders für all jene, die jetzt nicht wissen, soll ich mich als Blutspender ja oder Blutspender nein eintragen. Hier sind die Ausschlussgründe. Dann, wie sollte das funktionieren im Falle einer Vermittlung? Wie sollte, das möchte ich noch einmal erwähnen, es funktioniert ja noch nicht, dass sich das Machtmonopol noch ja, extrem wehrt dagegen. Und hier habt ihr dann die Patientenverfügung, welche in Verbindung der Mitgliederkarte rechtsgültig ist. Ja, auf dieser Patientenverfügung muss auch die Mitgliedernummer, welche auf der Mitgliederkarte vermerkt ist, eingetragen werden. Ja, so, zu unseren Daten nochmal ganz kurz, wo findet man die? Man geht dann wieder auf die Home-Seite, ja, scrollt ganz runter und hier habt ihr das Impressum. So, hier klickt ihr drauf. Ihr müsst immer die ganze Seite herunterscrollen. Und hier findet ihr das falsch, da gehöre ich her, das Impressum. So, und hier findet ihr MV, Mensch und Versorgung, welcher Verein sind wir, Förderverein für Gesundheit, Wissenschaft, Forschung und Umweltschutz, hier die Adresse, ja, wir sind ein gemeinnütziger Verein, gemeinnützige Organisation, Präsidium, Vorstand, Stolber Christian, also das bin ich, ja, dann habt ihr hier die Zentralvereinsregisternummer zum Nachblättern. Übrigens, ich verlinke sowieso die wichtigen Links unter dem Video, damit ihr hier nicht lange suchen müsst. Ja, ich verlinke alles. Ja, dann habt ihr hier die E-Mail-Adresse, den Homepage-Link, aber auch die Handynummer. Ja, also hier habt ihr alles, falls ihr fragt, ich finde keine Daten. Ja, die findet man, wenn man ein bisschen mehr nachsieht. So, von meiner Seite her war es das für heute und ich möchte euch ersuchen, teilt dieses Video überall, wo möglich. In Social Media Kanälen,
bei Verwandten, bei Freunden, bei Bekannten, in der Familie und so weiter. Verbreitet es, dass es uns gibt. Es wird für uns alle noch sehr, sehr wichtig und lebenswichtig sein, denn wir retten mit unseren Projekten auch Leben. Ich bedanke mich für euer Interesse und hoffe, dass ich vielleicht am kommenden Sonntag, den 20.10.2024 um 20 Uhr den Livestream, wo man normalerweise live Fragen stellen kann und ich dies beantworten werde, durchführen kann. In diesem Sinne alles Liebe, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.